Also ich bin immer noch in der Bank und bin jetzt hier, glaube ich, in dem zweiten Büro. Im zweiten Sicherheitsbüro. Obwohl, nee, warte mal, das sieht eher aus wie... Moment mal. Wo genau bin ich jetzt hier? Nee, ist schon richtig. Okay, bin genau da, wo ich dachte, wo ich bin. Wie gesagt, das zweite Sicherheits... Oder, ja. Ich habe hier vielleicht was. Verlasse meinen Posten. Shit. Das war ein bisschen dumm von mir. Okay, wir machen was anders. Da kommen wir später hin wieder. Shit, 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 shit. Also man muss auch mit den Türen aufmachen. Sehr aufpassen. Kann ich denn hier irgendwie... Nee, kann ich nicht. Ich kann auch nicht weiter nach oben, oder? Warte, wenn ich jetzt... Das ist Level 1 und hier oben in das Ding... Was würde ich denn da machen können? Erstmal nichts. Hier ist auch nichts, worauf ich stehen könnte. Da oben von der Seite komme ich nicht drauf. Das ist ja blöd. Die sollen sich mal wieder beruhigen. Pass mal auf, ich versuche jetzt mal hier in die obere Etage zu fahren. Und jetzt kann ich nach oben, okay. Setze Patrouille fort. Was? Ich guck doch mal ganz kurz auf die Karte, nur zum Überblick. Also, Geschäftsleitungstresorräume, da ist der Laser gewesen und hier ist jetzt alles auf Alarm. Da will ich ja vielleicht auch noch gar nicht rein. Die sollen sich mal wieder beruhigen, verdammte Axt. Okay, jetzt sind wir in der dritten Etage. Da noch lang gehen? Ich mach das. Keine Spur. Bestätigt. Nichts. So, machen wir das mal wieder zu. Schon ganz schön auf Daueralarm hier. Das ist ein bisschen blöd, zumal da ja auch Roboter dabei sind. Ungünstig. So, das ist jetzt hier der ganz obere Fahrstuhlbereich, wo ich nicht weitergekommen bin. Was genau hätte ich denn hier manipulieren können? Wahrscheinlich, um den irgendwie zu rufen oder so. Aber den Fahrstuhl haben wir da ganz oben geschafft. Das reicht also. Da geht's nicht weiter. Und das hier scheint irgendwie eine Sicherheitstür zu sein. Da geht's auch nicht weiter. Zumindest kommt man also hier wieder zurück in den Bereich für den Fahrstuhl. So, dann... Oh Mann, so viel Sicherheitspersonal. Verdammt Axt. Aber ich glaube, sie haben sich wieder beruhigt, oder? Haben sie hier die Tür zugemacht?
Patrouille starten. Eingeschränkt. Hier oben sind auch Kameras wieder aktiviert. Oder haben sie die durch den Alarm aktiviert? Patrouille starten. Eingeschränkt. Patrouille starten. Eingeschränkt. Was meinen die denn immer mit Patrouille starten? Eingeschränkt. Patrouille starten. Eingeschränkt. Warte mal, ich jetzt hier. Hilfe, ich brauche Hilfe! Person verloren, bestätigt. Ja, das war nicht so schlau. So funktioniert das nicht. Kann ich denn schon Sachen aus der Entfernung hacken? Nee, da fehlt mir noch die Augmentierung, glaube ich, für. Gleich reinschauen in das Augmentierungsmenü. So, sag mal her. Glaube, das habe ich noch nicht, die Fähigkeit. Das wäre das hier. Remote Hack. Genau, das kann ich noch nicht. Durch die Tür kommt, der Zumacher. Jetzt müsste ich aber eigentlich das Ding ausschalten können. Ohne dass es jemand merkt, ja. Oh, okay. Die Wand ist zerschossen. Ein bisschen aufpassen. Was haben wir hier? Zugangskarte für... habe ich da bekommen? Für den Aufzug. Ja, geil. Die hatte ich aber schon. Sehr schön. So, was haben wir hier? Hallo Dominik. Davos wurde mit Sicherheit schon geladen. Und Tai Young Medical auch, soweit ich weiß, was ist hier. Mehrere Kunden hatten Termine für Besuche, die sich aber wegen unserer Systemüberprüfung verzögert haben. Einige Container wurden trotzdem vorab geladen. Pikus, vielleicht Davos, ein paar andere. Ich muss nachsehen. Sollen wir vor der Prüfung alle wieder einlagern oder sie lassen, wo sie sind? Weil Versa Live ja sowieso kommt. Ich weiß, das entspricht nicht dem Protokoll, aber der Besuch ja auch nicht, oder? Dom. Hallo Dominik, Tavos wurde mit Sicherheit schon geladen und Taiyong Medical auch, soweit ich weiß. Ich habe bereits veranlasst, dass der Tresor von Versa Live vorab geladen wird. Ich weiß nicht, wann sie damit fertig sind. Letztlich können wir uns diese kleine Abweichung von unserem Sicherheitsprotokoll durchaus erlauben, denke ich. Ohne die richtigen Kundenkarten kommt keiner in die vorab geladenen Tresore. Machen Sie einfach weiter mit Ihren Überprüfungen. Übrigens weiß man schon, wie der Anarcho-Spam es durch den Filter geschafft hat, unternehmensweit. Es wäre nicht gut, wenn unsere Kunden davon erführen.
Dom, an Sascha. Es dürfte mal wieder spät werden. Du kannst ja das, du kennst ja das Bankengeschäft, vor allem hier in der Palisade. Der Kunde hat Vorrang und dann die Probleme mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Ich werde heute wohl nicht nach Hause kommen, Dom. Wie praktisch, meine Eltern sind in der Stadt und du kannst nicht nach Hause kommen. Mal wieder. Bald werden sie glauben, du hättest mich verlassen. Wenn die Palisade dir nicht so viel bezahlen würde, müsste ich darüber nachdenken, dich zu verlassen. PS, wehe, das ist wieder nur eine Ausrede für einen Junggesellenabschied im Rotlichtviertel. Ah, ja, die Banker hier. Swindle at Palisade Bank an alle Kunden, hohe Umsätze von zu Hause. Sehr geschätzter Kunde der Palisade Property Bank. Mit diesem Brief informieren wir Sie darüber, dass unsere Bank zu den neuesten Sicherheitsstandards für Transaktionen wechselt. Die PBB schützt Ihre persönlichen Finanzinformationen mit modernster Sicherheitstechnologie. Sowohl Software als auch Hardware werden aktualisiert. Das Sicherheitsupdate tritt ab sofort in Kraft und erfordert, dass unsere Kunden ihre Karteninformationen auf den neuesten Stand bringen. Damit wir Ihre Unterlagen aktualisieren können, folgen Sie bitte folgendem Link und füllen Sie das Formular aus. Geil. Hallo Dominik, haben Sie das gesehen? Romanek hat es mir geschickt und der hat es von einem unserer Kunden. Das ist ein Problem. Woher hatten die unsere Kundenliste? Sollte das nicht unmöglich sein? Wir müssen das sofort klären. Entschuldigung. Wir können uns nicht noch mehr Sicherheitsprobleme leisten. Ja, schöne Spam-Mail einkassiert. So, der Alarm scheint wieder sich beruhigt zu haben. Das heißt, aus dem Büro gehe ich jetzt hier aber trotzdem mal nicht auf dem Weg raus, sondern eher hier drüben. Das war nicht so wahnsinnig gut. Obwohl, warte mal, vielleicht kommt der raus und ich kann ihn dann schlafen legen. Könnte ich ihn vielleicht in den Tresor packen. Alles nicht so ganz ideal. Alles nicht so leicht, wie du meinst. Mir Junge, das ist eine Schiedpobelei. Standardsuche bestätigt. Aber gab es nicht auf der anderen Seite auch noch einen Weg durch? Nee, oder? Hier unten. Das ist schon der einzige Durchgang, ja. Verdammt. Diese verflixte Bank. Standardsuche bestätigt. Speicher jetzt halt mal sicherheitshalber. Da. Einfach mal vorbeigeschlichen. Scheiße. Gesichert. Bestätigen. Bestätigt, drücke vor. Okay, das Geschütz dreht sich aber nur so. Anomalie festgestellt. Tracing-Programm initialisiert. Wisst ihr was? Wofür habe ich denn die Multitools? Standardsuche, bestätigen. Beginne mit 4, bestätigen. Bestätigt, Standardsuche. So, jetzt sind wir bei der Chefin oben. Ich bin Eliza Kazan mit einem Live-Bericht für Pikes. Ariel bringt Ihnen immer die beste und neueste Technologie. Unsere tragbaren Datenlösungen verfügen über... Ariel, oben in der Stratosphäre. Bestätigt, drücke vor.
Zurück nach New York, wo wir einen genaueren Blick auf die Resolution 3507 des UN-Sicherheitsrats werfen. Besser bekannt als Humanrestitutionsgesetz. Bei einer Verabschiedung müssen alle leistungsstarken, unlizenzierten Augmentierungen entfernt oder abgeschwächt werden. Wer sich widersetzt, wird verhaftet und in augmentierten Reservate umgesiedelt. Es geht dabei primär um Sicherheit. Vor allem nach dem Zwischenfall, der wegen defekter Augmentierungen Millionen von Opfern gefordert hat. Gegner des Gesetzes haben weltweit protestiert. Und dabei kam es häufig zu Gewalttaten. Diese Eskalation hat die Kluft nur vergrößert. Was genau ist der Dreh an der Sache? Wir werden jede Neuigkeit von der UN berichten. Kunde, muss das zu denen hier oben passen? Warte mal. Dann haben wir... Sie mögen Batterien haben, aber wir haben dies. Ashanti Energy Drinks. Damit kommen Sie durch den ganzen Tag. Ashanti, seien Sie dabei. Bei einem weiteren Terroranschlag sind 251 Passagiere an Bord des Sister Airlines Fluges 451 ums Leben gekommen. Als ein augmentierter Das muss nach vorne. Oder wie? Der Blackbox ist zu entnehmen, dass der Mann unter Flashbacks des Opti-Zwischenfalls litt. Schnall ich jetzt gerade nicht ganz. Aber was mich mal interessieren würde, ist, wie er, wie ich da hochkomme. Mich verfolgen furchtbare Erinnerungen an diesen Tag. Und vor allen Dingen, wo es da noch weitergeht. Die Spinnennetze. Oh, schau mal, hier kann man bis nach unten kommen. Tatsächlich, wahrscheinlich hätte es wirklich einen Weg über die Architektur gegeben. Da über diese Bäume und so und dann nach oben. Was für ein Büro ist das da drüben eigentlich? Also ich werde jetzt trotzdem an diesem blöden Tresor rankommen. Hier oben mal aus. Beginne mit Patrouille. Bestätigen. Bestätigt, drücke vor. Aber können sie nicht mehr schalten? Die Kameras sind aus. Dann schauen wir mal, was sie hier zu verbergen hat. Der Weg geht so rum und... aber auch, oder? Der geht in beide Richtungen. Komm schon, heck dich durch. Danke. Also, von Shani Tolva, sehr geehrte Dame, Kontrolle, Sicherheitsbedenken, sehr geehrte Dame, als Reaktion auf die von Ihnen geäußerten Bedenken bezüglich potenzieller Sicherheitsprobleme und Protokollverletzungen im Zusammenhang mit Ihrem Konto, kann ich Ihnen versichern, dass die Palisade Property Bank das Feedback Ihrer Kunden sehr ernst nimmt, zumal wenn es sich um jemanden von Ihrem Status handelt. Externe Beschuldigungen, unsere Sicherheit sei gefährdet, sind schlichtweg falsch und werden
bereits rückhaltlos untersucht. Ich habe Grund zu der Annahme, dass diese bösartigen Gerüchte von Start-up-Konkurrenten geschürt werden, die verzweifelt unsere Marktposition und das Vertrauen unserer Kunden untergraben wollen. Lassen Sie mich Ihnen versichern, dass alles, was Sie bei uns lagern, im bestgeschützten Tresor der Welt liegt. Ich habe von Ihrem Wunsch gehört, unabhängige Prüfer einzusetzen und empfehle nachdrücklich, unsere sicherheits- und technischen Experten dabei unterstützend hinzuzuziehen. Wir werden unser Möglichstes tun, damit Sie wieder beruhigt sind. Ich freue mich darauf, wieder von Ihnen zu hören, hochachtungsvoll. Und die Antwort lautet, ich weiß Ihre persönliche Antwort zu schätzen, Mr. Talver, so rum, Mr. Talver, möchte aber dennoch meine Enttäuschung Ausdruck verleihen, dass wir über derlei Dinge überhaupt sprechen müssen. Ich will mich an dieser Stelle nicht unnötig wiederholen, habe aber Ihre Anmerkungen weitergeleitet. Wir werden in Kürze unsere Repräsentanten zu Ihnen schicken und dann vor Ort die etwaige weitere Zusammenarbeit besprechen. Von Ashani Talver an Masaki Oshiro. Ich bin nicht sicher, aber ich glaube, wir haben ein Problem, Masa. Hast du Vlodek autorisiert, sich unsere automatisierten Systeme anzusehen? Das scheint mir doch klar außerhalb seiner Zuständigkeit zu liegen. Ich weiß, du hast dafür gesorgt, dass der Saridakis-Vorfall komplett vertuscht wurde und ich wüsste auch nicht, dass Vlodeks Überprüfung irgendetwas zutage gefördert hätte. Aber ich bin trotzdem besorgt. Und die Antwort lautet, ich habe unseren Freund Bartotz erneut durchleuchten lassen. Er hat sich noch mehr angesehen und, viel schlimmer, an die Öffentlichkeit weitergegeben. Er ist eine größere Nummer auf einer Anarchisten-Webseite und hat Hinweise auf Insider-Geschäfte veröffentlicht. Du weißt, wovon ich rede. Ich glaube, wir müssen ihn entlassen. Ich werde unter vier Augen mit ihm reden, bevor wir gehen. Du solltest eine sorgfältig formulierte Mitteilung an die anderen Angestellten senden. Ah, das war das Büro, in dem wir vorhin drinnen waren. So, und auch wieder an Oshiro. Diese dämliche Skulptur. Du und dein viel zu kompliziertes Skulpturteil. Nervtötend, wirklich. Es hat fast 10 Minuten gedauert, bevor ich die richtige Kombination gefunden hatte. Ich könnte schwören, du machst das nur, um mich zu irritieren. Außerdem mag ich diese moderne Kunst nicht. Der Müll sieht aus wie hässlicher Schnickschnack aus einer billigen Science-Fiction-Serie. Zum Glück liebe ich dich, Asha. Ich werde der Künstlerin mitteilen, wie sehr du ihr Werk schätzt. Immerhin warst du ihre Muse. Was habe ich ihr gleich nochmal gesagt? Ach ja, zwei Hälften, die das Ganze ergänzen. Wenn sie zueinander passen, herrscht Harmonie oder so ähnlich. Spaß beiseite. Hatte ich dir den Code nicht verraten? RTRTTR. Du hast gesagt, das kannst du dir merken. Ich liebe dich auch, trotz deines Mangels an Kunstverständnis, Masa. Okay, das ist jetzt also irgendwie für dieses Ding hier. Weiß man nicht, was sie jetzt mit diesem RTTR meinen. Was genau? Das ist nur für die Fensterscheiben. Das bringt mir jetzt hier an der Stelle nichts. Also. Jetzt wird's peinlich. Eine Bedrohung unserer Freiheit in den Händen unverantwortlicher Journalisten gewiss. Wenn ich jetzt weiter drehe, so, dann habe ich es auf dem, das ist richtig. Bei dem hier darf es aber nur eins hoch sein. Zack. Und das nächste ist zwei hoch. Aber dann schiebt er das wieder zur Seite. Ist doch scheiße. Genau, das ist korrekt. Und jetzt kann ich aber hier... Warum schiebt er das dann wieder zurück? In Russland haben gehackte Drohnen St. Petersburg attackiert und in den USA haben Millionen ihre Arbeit verloren. Nein, du sollst es nicht komplett zurückschieben. Dummes Ding. Mehrere Unternehmen der
Fortune 500 in den Ruin treten. Tatsache ist, das Kollektiv ist eine der gefährlichsten Verbrecherorganisationen der Welt. Auch wenn die Untergrundmedien ein Loblied darauf singen. Ich bin Eliza Kassan mit einem Live-Bericht für Pikes. Ariel bringt Ihnen immer die beste und neueste Technologie. Unsere tragbaren Daten. Ich sehe jetzt schon, wie die Leute vor dem Monitor ausrasten. Hoffentlich guckt keiner mehr. Und über 1000 weitere einzigartige patentierte Funktionen. Ariel. Warum schiebt ihr mir. Also. Wie war das jetzt? Warte mal. So will es ja auch, ich krieg's ja nicht. Warte mal. Ist das das Zurückgesetzte? Besser bekannt als Humanrestitutionsgesetz. Ich hab ja. Warte mal, wenn ich das jetzt hier mit dem Code. Das bringt ja nichts. Rechts. Turn. Right, turn. Right. Turn, turn, right. Es geht dabei primär um Sicherheit. Vor allem nach dem Zwischenfall, der wegen defekter Augmentierungen Millionen. Ja, aber right und turn ist ja selber. Fuck this shit, ey. Und dabei kam es häufig zu Gewalttaten. So, oberste Priorität ab sofort gültig an alle Mitarbeiter. Bartosz Wlodek ist ab sofort auf unbestimmte Zeit beurlaubt. Wir wünschen ihm alles Gute und freuen uns auf seine Rückkehr. Seine Aufgaben als Leiter der Geschäftsleitungsbetreuung werden intern verteilt, bis ein Ersatz gefunden ist. Weitere Einzelheiten erfahren Sie von Ihrem direkten Vorgesetzten. Genau, das war der, der entlassen ist, wo wir den, von dem anderen Typen jetzt noch den Code bekommen haben. Warum kann ich denn mal eine Sache mal nicht mit Gewalt lösen? Oh, warte mal, da gibt es aber einen anderen Weg rein. Sekunde mal, da gibt es eine andere Option, um in das Zimmer zu kommen. Auch mich verfolgen furchtbare Erinnerungen. Kann ich nicht vielleicht doch irgendwie über das... Es wird lange dauern, bevor wir ihn vergessen können. Ich bin allein. Ich glaube, das ist... Warte mal, was könnte denn das für ein Zugang sein? Der da drüben läuft. Also, ja, hier oben ist es, glaube ich, nicht. Das ist zu weit voneinander entfernt. Also es gibt auf jeden Fall einen anderen Weg da hinein, an diesem Rätsel vorbei. Und dahinter sind auch tatsächlich immer noch ein paar Elemente, in die man noch nicht so richtig rein kann. Könnt ihr mal Folgendes machen? Gibt's hier irgendwas? Das ist auch wieder ein offenes Büro. Das gefällt ihm nicht so doll. So, das sehen jetzt alle anderen. Ja, danke. Okay, gut. Scheiße. Na gut, ich würde mal sagen, ich mache hier eine Pause und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Tschüss.